Wie sehen Sie dieses Verhältnis, das ist ja eben ein nicht einfaches Verhältnis in der Kunst, der Inhalt, den Sie transportieren möchten? Sie haben eine Botschaft, ist bei Ihnen ganz stark, die möchten Sie an den Mann und die Frau bringen. Und auf der anderen Seite gibt es den künstlerischen Anspruch, die Form und so weiter. Was ist für Sie wichtiger, ein absolut gelungenes Bild zu machen oder ein Bild zu machen, das Wirkung zeigen kann und das verstanden wird? Ich glaube, Sie unterscheiden jetzt das Bild, das Wirkung hat, und dasjenige, das keine Wirkung hat. Aber ich sage, echte Kunst hat immer Wirkung. Und hat sogar zeitlose Wirkung. Das ist ja das Großartige an der Kunst, dass sie nicht wie das Technische, das überwunden wird und eben eine Neuigkeit bringen muss. In der Kunst sind die Äpfel, die ja von Sesam, die Äpfel Sesams, die faulen nicht, sondern die sind immer frischer geworden, weil Sesam in der Lage war, den Apfel so zu betrachten, wie ein Künstler, der denkt, die reine Gegebenheit des Biologischen, des Wissenschaftlichen überhaupt, der Wirkung eines Apfels in der Zeit sichtbar zu machen. So ist bei Picasso das eines der letzten Werke, nicht der letzten, aber eines der späten Werke, nämlich das Wandbild, das er für die Weltausstellung in Paris gemacht hat, Guernica. Das Guernica-Bild, das ist sozusagen die Summe aller Werke, die Picasso gemacht hat. Denn er hat aus den Gegebenheiten, die zum Teil realistische Darstellungen sind, das Pferd, der Mensch, alle diese Gegebenheiten sind so aufgebaut, ohne Rücksicht auf Naturalismus oder Richtigkeit in Bezug zu Proportionen. Aber im Gesamten hat er das zu einer großartigen Einheit gestaltet und hat damit nicht nur ein tolles, grandioses Bild geschafft, sondern er hat die Welt des vergangenen Jahrhunderts restlos eingefangen und dargestellt. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben. Denn nichts anderes als das Empfinden der jeweiligen Gegenwart macht aus, dass die Kunst eben gut ist. Nur Kunst, die eine neue Form in sich trägt, nämlich die Form, die der Mensch der heutigen Zeit in sich trägt, diese zum Ausdruck zu bringen, das ist die Kunst, die nicht vergeht, weil sie die Gegebenheiten der Gegenwart in so intensiver Form empfindet, dass sie die Zeiten überdauert. Sie sind meiner Fangfrage zu Recht ausgewichen oder haben Sie entlarvt. Natürlich ist Kunst eine Gesamtheit, die lebt von
all den Aspekten, die darin liegen, und man kann das nicht so genau auftrennen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann zeichnet sich gute Kunst daraus aus, dass sie etwas mit der Gegenwart zu tun hat und etwas davon ausdrücken kann, halt mit Mitteln, die nur die Kunst zur Verfügung hat. Dieser Gegenwartsbezug ist interessant, und wenn ich Ihr Werk ansehe, so ist dieser Gegenwartsbezug in Ihrem Werk ja in erster Linie in den Themen enthalten, die Sie thematisieren, und was Sie nicht mitgemacht haben, das ist ja interessant, sind alle diese Ismen, alle diese Neuerungen der Moderne, die verschiedenen Strömungen der Abstraktion, die Kunst in den letzten Jahren, vor allem bis in die 60er Jahre erfahren hat. Das ist ja eigentlich interessant, wie Sie sich dagegen gestemmt haben. Und wir sind hier in einem Raum, wo vielleicht da drüben eines der wenigen Beispiele erhangen aus Ihrer zweiten Schaffenshälfte, die man irgendwie festmachen könnte an den aktuellen Kunstströmungen. Hier, das sind die frühen 60er Jahre, also das erinnert natürlich an die Bildfindungen der Pop-Art, aber in der Regel sind Sie da ja völlig immun gegen diese Einflüsse. Sie gehen Ihren eigenen Weg, vor allem mit einem Bildprogramm, das auch mit Metaphern arbeiten. Sie haben eine stark symbolgeladene Bildlichkeit auch. Ist das bewusst, dass Sie Ihren eigenen Weg gehen? Und ich meine, Sie haben ja damals, Sie waren viel in London in den 50er, 60er Jahren, Sie haben sicher gesehen, was Ihre Kollegen gemacht haben. Da haben Sie entschieden, das ist nichts für mich, ich habe meinen Weg, oder ist das gar nicht so zur Diskussion gestanden? Hier möchte ich eigentlich sagen, dass jeweils meine Gegenwartsaufgaben weitgehend eben meine Malerei bestimmen. Und die Gegenwartsaufgaben, ich sehe hier zwei Entwürfe zu meiner Arbeit, die Vereinten Nationen in Genf umringen. Diese Wände, die weiß waren bis jetzt, sind nun bereits 60 Meter lang mit diesen Kompositionen gefüllt. Und ich habe mir vorgestellt, dass diese Wände, die den Menschen, der da zirkuliert, ausgrenzen vom Gebiet, wo drinnen eben über die Vereinten Nationen gesprochen wird, wo die Lösungen gesucht werden, dass diese Wände durch meine Arbeiten durchsichtig werden. Denn die Arbeiten sollten im gewissen Sinne alle die Inhalte, die Vereinten Nationen ja bearbeiten und lösen müssen, all diese Themen sind nun, und ich bin daran, wiederum 60 Meter, nein, 30 Meter von dieser Wand neu mit Kompositionen zu füllen, und es wird wahrscheinlich in diesem Jahr verwirklicht werden. Aber wenn ich in der einen Komposition weitgehend auch unser nächste Erlebnisse sichtbar gemacht habe, so möchte ich nun in den letzteren weitgehend die Universalität auch in der Darstellung sichtbar machen, sodass die Erdteile alle im gewissen Sinne sichtbar werden, sodass der Passant, der dieser Mauer entlang geht, durch den Blick in meine Komposition fühlen, merken muss, dass eben
auf der anderen Seite des Globus und überall eben auch andere Haltungen zum Leben da sind. Und diese Einheit zu erwirken, ist nicht nur die Arbeit eines Malers, sondern ist die Arbeit eines jeden. Denn wir müssen beginnen, nicht nur schweizerisch zu denken, sondern die Schweiz innerhalb des Globalen wirksam werden zu lassen. Das ist eine Möglichkeit der Deutung von dem, was ich jetzt machen muss. Machen muss, das ist schön und richtig gesagt. Also das ist für die Pflicht auch eines engagierten Erdenbürgers, die Sie als Künstler wahrnehmen. Also hier schon ganz stark diese visionären und utopischen hoffen wir nicht. Wir hoffen natürlich, dass das Realität wird, aber doch utopisch teilweise scheinenden Visionen, dass Sie diesen Ausdruck geben möchten und vor allem, dass Sie diese weitergeben möchten. Das ist ja, worauf wir hingewiesen haben, das ist die ganz aktuelle Arbeit von Hans Erni, diese monumentale Wandgestaltung, die Umfriedung der UNO, da gibt es so eine Wand in Genf, jetzt ziert, also die Entwürfe sind von Hans Erni, die Umsetzung erfolgte dann in Keramik und wie Sie eben gesagt haben, gibt es hier eine Fortsetzung, also das ist das, was Sie eben im Moment wahrscheinlich noch heute Nachmittag beschäftigt hat und wahrscheinlich auch morgen Vormittag.